So you finally admit it. Ja, verdammt, diese Cheater. Ach man, das sind schlimme Neuigkeiten. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwergenfürst. Und weiter geht's mit der Story. Du hast davon gewusst, Ivor? Das ist jetzt interessant. Ja, er wurde halt irgendwie verdrängt. Das ist halt irgendwie ein bisschen. Jetzt steht das Ganze in einem anderen Licht da. I've technically never told anybody. Jesse discovered the truth on his own. Ich hab's selbst herausgefunden. Das ist es. Show you who the Order really are. Liars, cowards. And now they know. Yes. Tja, das hat funktioniert. Ja, es ist halt wirklich so. And if we don't deal with that wither storm that you created, Ivor. Hat den Witherstorm erfunden. Created. Naja, erfunden hat er ihn nicht. Den gab es schon vorher. Den Witherstorm erschaffen, um das ans Licht zu bringen. Ach, Schande. Ein edles Vorhaben, aber ja, doch ein bisschen blöde. Which brings us back to why we're here. We need to destroy that command block. Like now. Jesse's right. Destroying the command block is all that matters anymore. Ach man. Ist jetzt ein bisschen schockierend, so die wahren Erlebnisse der Helden zu erfahren. Ja, wir verwenden dieses Buch. Und das wollten wir auch die ganze Zeit machen. Benutzen wir es als Waffe, um den Mörder zu besiegen. Ivor, I'm sorry. About everything. Yes, well, it doesn't matter now. Ja. Es ist zwar irgendwie ein bisschen bedrückend, aber ja, wir haben eine andere Mission. Wir müssen den Mörder besiegen. Oh, jetzt haben wir hier verschiedene Rüstungen zur Auswahl. Truhen. Eine Truhe, erstmal eine Werkbank und ein Amboss. Schauen wir mal in die Truhe als erstes. Wäre vielleicht ein gutes, um anzufangen. Diamanten! Mein lieber Herr. Was kann ich mit Diamanten herstellen? Lass mal die Rezepte sehen. Diamant-Axt. Ah, jetzt habe ich die Qual der Wahl. Nein, die wollte ich nicht setzen. Diamant-Schwert oder Diamant-Spitzhacke. Diamant-Schaufel. Diamant-Hacke. Diamant-Schwert oder Diamant-Axt. Ich glaube, ich crafte mir eine Diamant-Axt. Uns reicht nur was für eins. Ein Schwert oder eine Axt. Axt oder Schwert heißt es jetzt hier mal wieder. Ich bin ein ganzer Zwerg. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, aber ich möchte mir eine Axt craften. Diamanten nehme ich mir. Und wie sollen sie platziert werden? So. So und so. Ich vergeude sie jetzt mal für die Axt. Die werden einige bestimmt nicht so gut finden und einige wollen hier bestimmt das Schwert sehen, aber ich brauche eine Axt. Drücke ZR, um die Axt zu bauen. Eine Diamant-Axt für den Zwergenfürst. Ein Diamant-Axt. Amboss, da können wir das auch noch verzaubern, oder was?
Verzaubere die Diamant-Axt. Diamantwaffe. Diamantwaffe. Und das Buch. Auf die andere Seite. Ja. Zack. Wow. Sieht noch epischer aus. Diamant-Axt. Für den Zwergentuchst. Wenn das nicht spitze ist. Auch noch ein Panzer hier für uns. Na, Panzer nicht. Wer ist das? Rüstung. Dürfen wir uns unsere Lieblingsfarbe auswählen? Ich nehme eine neue Rüstung. Ich möchte Elegards Rüstung behalten. Was gibt's denn hier im Angebot? Ja, um Elegards zu ehren. Das ist bestimmt schön, aber ich nehme eine neue Rüstung. Cool, jetzt darf ich mir auswählen. Wow, die sieht nicht schlecht aus. Einen Blau, einen Lila, einen Dunkelblau. Wow, die sehen alle nicht schlecht aus. Eine gelbe Rüstung. Mir persönlich gefällt die hier am besten. In Schwarz, Gold und Rot. Ich glaube, die nehme ich mir mit. Das ist eine gute Wahl. So können wir in den Kampf gegen den Widder ziehen. Mit unserer, eigenen Rüstung. Nicht wirklich, aber mit unserer Ausstattung und einer neuen Rüstung. Das sieht doch vorbereitet aus. Zwergenaxt und Zwergenrüstung. Auf geht's. Ich sehe zwar nicht aus wie ein Zwerg, aber auf ihn. Wir sind vorbereitet für den Kampf. Zu Pferd geht es zurück. Die Wanderung hat jetzt ein bisschen kürzer gedauert. Der Hinweg war doch ziemlich lang. Ah, die haben sich auch Klamotterie besorgt. Ja, haben sich auch alle eine Rüstung geschnappt, Jesse, bis auf Ivor und scheinbar auch Sauron. Ja, das ist eine coole Rüstung, würde ich doch meinen. Wo ist das Amulett? Das brauchen wir eventuell. Das ist unsere Auszeichnung. Unser Abzeichen. Als Orden des Schweines, als Orden des Steins. So, lass uns den Widder besiegen. Auf geht's. Na, worauf wartet ihr denn noch? Ich habe eine Waffe. Ich habe eine Axt. Auf geht's. Nehmt meine Axt. Ein sehr gutes Zitat aus Herr der Ringe. Du hast meine Axt. Genau so hieß das. Ah, Mann, falsch zitiert. Du hast mein Schwert und meinen Bogen und meine Axt. Auf geht's. Die Gefährten brechen auf zum Bruderkampf. Und Exe sieht aus wie ein Raumfahrer. Ein Astronaut. Na komm, kannst du jetzt mal losgehen? Was besprechen wir denn hier noch? Auf in den Kampf. Attacke! Karacho auf den Widderstorm los. Zwergentaktik draufhauen. Und drauf losrennen und zuhauen. Na denn. Der PS-Block. Da war ja was. Das glaube ich, Dexel, das glaube ich dir, dass du dich auf dich selbst nicht fokussieren kannst. Jetzt kriegt Sauron mit Angst zu tun. Der Feigling haut einfach ab.
Was ist denn das für ein Pisser? Du Feigling! Hier geblieben! Hier wird mitgekämpft! Jesse, you can handle things out here, right? What? I can't let him get himself killed! Just get to the command block and ja. Destroy it! Ivor, halt den Feigling auf! So much for the mighty order of the stone. Doesn't matter. We have work to do. Ja, der mächtige Ohren des Steins. So mächtig war der ja gar nicht. Und das wissen ja noch nicht alle. Na dann. Traktorstrahl. Joa. Bloß nicht dabei sterben. Huh. Zack. Oh, wütender Enderman. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber... ZR. Na komm. Hä, hab ich daneben geklickt oder was? Oh man. B drücken. Reingeschubst. Da muss die Enderman loswerden. Okay. Oh. Das ist scheinbar nicht richtig, wie wir in den Traktorstall kommen. Das war noch nie richtig. Das war noch nie gut. Also können wir die Enderman loswerden. Ah, und die bauen oben den Mutter ab. Ach, stehe. In der Höhle hast du ein paar Schneebälle gefunden. Das ist spitze. Also, ZR. Na komm, ZR. Huh, ha. Ja, das war ja fast klar. Dass die durchfallen. Durch die Mutter. So, wegrennen von dem Strahl. Und die Mütter entfernen in der Man. Ruben, can you give me a little help? Trotz uns, ja. Nein, Ruben! Hey, nicht, nein, Ruben, nicht in den Strahl. Und dich brauchen wir noch. Ist der gerade durch den Strahl gerannt? Meiner. Na, hol ich dir. Konnte er wohl nicht mehr ganz. Hui! Das war knapp. Ein paar Enderman. Wow. K.O. durch hier das Ganze. Hopp, zack. Zack, die los, dann geht's da rechts vorbei. Und wir haben schon ganz, ganz viele oben. Es funktioniert. Es funzt. Ein Weg nach oben und da. Bauen uns nach oben, okay. Ich habe wahrscheinlich nichts Nützliches dran. Ja, okay. Ja, es klingt doch nach einer bunten Bastelei. Eine Raketenlore, das klingt doch gut. Das klingt doch spitze. Das machen wir. Sieht doch bestimmt nice aus. So, auf geht's. Oh nein, nicht schon wieder Petra. Wir dürfen Petra nicht schon wieder verlieren. Nein, nein. Nicht das ganze Team hier verlieren. Zack. Guck dir am Event. Wir dürfen das Team nicht verlieren. Sie! Lukas! Hey, Witherstorm! Over here! So willst du das schaffen? Du musst ablenken oder was? Okay. Ah! Okay, das war gar keine so doofe Idee. Now let's hurry up and build this thing. Eyes on me, you great big bully! Okay. Lukas ist der Köder und wir bauen eine TNT-Lore oder eine fliegende Lore. Wie auch immer du das haben willst. Wow, ein riesiges Gebilde. Eine Achterbahnfahrt. Achterbahn. Hui. Okay, dann mal drauf, drauf. Auf, drauf und los. Rein in die Lore und abgewehrt geflogen. Wenn es mal wieder keine ET-Anspielung gibt. Na komm. TNT hinten dran und... Hui! Dann geht's bis über den Mond.
Na, unbedingt. Ah, Mann. War ja kein Fahrrad. Das hätte jetzt eine sehr gute ETI-Referenz geben können. So mit Ruben vorne. Ein Gepäck. So, dann schauen wir uns mal im Inneren um. Wir sind ja schon beim Inneren des Bilderstorms. So, X ansehen. Wow. Eingefrorene Leute. Gefangen gehalten im Ruderstorm. Können wir die irgendwie befreien? Mit unserer Axt freihauen oder wie jetzt? Ein Museum für gefangen genommene Leute oder wie läuft das jetzt hier? Oh. Oh, der Metzger. Ich verstehe, warum du Angst hast, Ruben. Liebe Lieben. Ruben. Ruben, nicht abhauen. Ruben. Ruben, nicht schon wieder. Das ist das dritte Mal jetzt hier, dass du uns abhaust. Will ich ihn nicht verlieren. Irgendwann gehst du uns hier wirklich drauf, Mann. Ich will das nicht. Ruben, bleib schön bei mir. There it is. Da komm her, der Block. Im Zentrum des Mudders. Des Mudderstorms. Na denn. Zerstören wir den Combat Block. Auf geht's. 3, 2, 1, zack. Fertig ist er, oder? Nee, noch ist er nicht fertig. Und der lässt es so einfach nicht zerstören. Er lebt noch. Der Wither Storm. Und der Command Block auch noch. Da müssen wir mehrfach zuhauen. Weg da. Rechts. Na toll. Zerstört den Befehlsblock. Ah, ah, ah. Zack. Wow. Da haben den ersten Kraken Zacken abgehauen. Ruben. Ruben ist in Gefahr. Ab mit dem Arm. Zerstör den Command Block. So, eine sehr tolle Axt. Die wird uns nicht im Stich lassen. Zack, 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 zack. Und hoch. Sehr schnelle Events. Die ich nicht geschafft habe. Ich bin tot. So, die verzauberte Waffe. Die verzauberte Axt. Ach, hier nochmal Ruben retten. Zack, zack. Es braucht jetzt hier viele zackige Events. Quicktime-Events. Na komm. Das kriegen wir hin. Und X. Wir müssen hier sehr schnell reagieren. Y. Und nach oben. Zack. Und B. Und drauf da, zack, ZR, zwei von wahrscheinlich drei Schlägen, können wir Super Mario, der dritte Schlag, der bringt's immer bei Endbossen, oh, ja, da müssen wir erstmal hochkommen, ein neuer Plan, wie kommen wir hoch, hoch hinauf, das macht's uns nicht gerade leichter, aber oh, Ruben. Ja, Ruben sollte wirklich mal hier bleiben. Nicht, dass hier noch fällt. Das ist vielleicht nicht gerade das Beste. Ich sehe nicht, wo ich hinhüpfe. Aber hops, auf geht's. Irgendwie werden wir schon ankommen. Na komm, stürzen wir uns auf diesen verdammten Commands-Block. Auf den Befehlsblock des Witherstorms. Oh, ein Kopf. Oh, man. Wenn Ruben da jetzt oben gewesen wäre. Oh, man. Puh, zack. Ausweichen. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so doof. Dann so einen Traktorstrahl reinzuspringen. Kommen wir vielleicht besser hoch. Puh, zack. Aber wahrscheinlich sterben wir hier wieder, wenn wir in so einen Strahl kommen. Oh, wei. Tiefe Abgründe. Da nicht reinspringen. Okay, Tentakel. Näht der sieht sich wieder jetzt an. Oder was?
Dr. Beam. Der Tatdoktor, sag dich doch. Hey, reinspringen und hoch. Hoch mit uns. Halte dich versteckt drüben. Du darfst hier nicht verloren gehen. Wir brauchen dich noch. Na komm, Ruben, halt dich versteckt. Dich müssen wir hier beschützen. Zack. Den armen Ruben hier nicht einbüßen. Nicht runter gucken. Quicktime. Ah, verdammt. Das muss wehgetan haben. Sehr hoch, sehr tief gefallen. Na komm. Ich will nicht mehr Zwangfrost heißen, wenn wir das nicht irgendwann hinkriegen hier. Das kriegen wir auch gebacken. Okay. Joy-Cons sind ZR. Oh, komm. Da kommt das. Das war doch. Mann. Hoch da. Und. Ich bin angespannt. Und. Ups, ZR. Ach, zack. Ich bin dran. Und weiter. Und weiter und weiter und weiter. Ich nicht beim nächsten Versuch sterben. Meine Axt. Nein, verdammt. Nein. Die Axt. Ruben. Oh wei, Ruben. Importieren. Die Axt. Such sie mir zu. Ein tapferes Schwein. Ha, zack. Ausgewichen. Und nicht gefressen werden. Zack. Oh. Ruben hier nicht fallen lassen. Nein. Nein. Du kriegst mein Schwein nicht. Ruben! Nein, was zum. Nein! Ruben! Was zum. Ruben! Ach du Kacke! Ruben ist da hinten. Ruben ist da runtergefallen. Ruben! Ach. Oh nein! Nicht Ruben. Ich habe mein Bestes gegeben, ihn zu beschützen. Ruben. Was ist mit Ruben? Lebt er noch? Ruben. Ist er okay? Und wo ist Ruben? Habt ihr Ruben gesehen? Oh nein, nicht doch. I remember everything. Oh, Petra. Sie kann sich wieder erinnern. Sie ist wieder bei uns. Ruben. Oh, wo ist Ruben? Ruben. Ich höre Ruben. Ruben. Was? Nein. Nee. Nicht doch. Och, Mann. Oh, nö. Nein. Nein, nicht. Du bist ein Held, Ruben. Es wird alles gut. Komm, schaffst das. Du kommst durch. Komm, Ruben. Du bist ein starkes Schwein. Ruben. Mein Lieblingsschwein. Komm. Ruben, ich brauche dich. Komm. Sei stark. Komm. Och Mann, nein. Ruben. Nein. Nein. Nein! Verdammt! Ruben, nicht! Och, nö. Von ihm bleibt nur noch ein Steak übrig. Jesse, I am so sorry. Oh nein, Ruben.
er ist tot. Ruben. Verdammt. Es sollte nicht passieren. Ruben, nein, warum?